Ja, hallo. Und ich wollte euch eigentlich sagen, es gibt ein neues Formular, das man ausfüllen kann. Das wissen natürlich die Leute schon, dass die ich im Discord habe oder denen ich das Zeug schon geschickt haben, wie ihr sehen könnt. Ich habe inzwischen bereits 14 Antworten, aber man kann sich hier eben für eine neue Saison nach GP3 2000 anmelden. Und zwar geht es hierbei um das allererste Grand Prix und das allererste Formula One Grand Prix, das glaube ich 1992 herauskam und die Saison 1991 behandelt. Und da ist natürlich sehr viel, da sind sehr viele Fahrzeuge vorhanden, nicht 26, nicht 22, sondern 34. Mindestens. Mindestens 34. Ich kann das Ganze sogar bis zu 36 ausweiten. Aber ja, das Formular fängt eigentlich genau gleich an wie bei allen anderen Formularen auch. Aber es gibt jetzt kleine Änderungen, weil ich habe da doch durchaus auf die Ratschläge von euch und von allen, die die Formulare mal angeschaut haben, gehört. Und haben mir gedacht, ja, ich mache es jetzt mal ein bisschen, ja, ein bisschen komplizierter. Ich mache es jetzt mal ein bisschen so, dass nicht mehr alleine nur der Zufall entscheidet, sondern dass man auch durch eigene Entscheidungen seine Auswirkungen machen kann. Ja, gut, fürs. Ups, 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 das ist falsch. Ich will da nicht irgendwas ändern hier. Ups, also, übrigens werde ich auch wieder an dieser Meisterschaft teilnehmen. Ich habe auch meinen Fahrer eingeschrieben und kann euch dann auch gleich mal sagen, wie es etwa aussieht mit den Cockpits. Ich würde mal sagen, von Cockpits her ist eigentlich außer Ferrari alles vergeben. Nein, umgekehrt. Außer Ferrari sind überall noch Plätze offen. Also, der jetzt noch seinen Teamwunsch angibt, der wird wahrscheinlich in seinem Traumteam landen. Gut, also hier ist alles natürlich gleich. Man muss Vorname und Nachname eingeben. Ich möchte, dass das Ganze eigentlich ja ziemlich möchte, dass das Ganze einigermaßen realistisch ist. Also bitte keine Nachnamen eingeben, wie zum Beispiel X3 oder als Vornamen. Keine Ahnung. Ja, einfach möglichst realistisch. Möglichst realistischer Name. Ich kann einfach nicht reden heute. Möglichst realistische Namen eingeben. So, endlich. Scheiße. Man kann hier natürlich weiterhin den richtigen Namen eingeben. Man kann hier einen Link eingeben, wenn man möchte. Und ja, dann gibt es diese 18 Teams, wofür man sich eintragen kann. Einerseits McLaren Honda, dann Tyrrell Honda, wobei der Unterschied hier ist, der McLaren fährt mit einem V12 und der Tyrrell mit einem V10. Dann hätten wir Williams Renault, wir haben Brabham Yamaha, wir haben Footwork Porsche. Er ist zwar später eigentlich mit einem anderen Motor unterwegs gewesen, aber wir lassen es jetzt einfach bei Porsche. Dann haben wir Lotus Jud, wir haben Fondmetal Cosworth, da gibt es eigentlich nur einen Sitz. Aber falls ich 36 Leute finden würde, dann gibt es auch für Fondmetal einen zweiten Sitz. Ansonsten lasse ich es bei 34 sein und dann gibt es einfach nur einen Fondmetal. Leighton House Ilmor ist da noch ein Rennstall, der existiert. Dann haben wir noch AGS Cosworth, Benetton Ford, Scuderia Italia Jud, das aussieht wie ein Ferrari mit einem weißen Streifen, aber dem ist dann doch nicht ganz so. Dann Minardi Ferrari. Ferrari hat dieses Jahr tatsächlich einen Kunden noch ausgerüstet. Dann haben wir Ligier Lamborghini. Lamborghini gab es damals auch. Dann haben wir noch Ferrari. Wir haben Larousse Cosworth. Coloni Cosworth. Wobei es von Coloni auch eigentlich nur ein einziges Fahrzeug gibt. Aber wie gesagt, sollten 36 Leute teilnehmen, werde ich auch den zweiten Coloni. Werde ich auch einen zweiten Coloni zur Verfügung stellen. Dann haben wir noch Jordan Ford und Modena Lamborghini, was eigentlich mehr oder weniger das Lamborghini Werksteam war für das eine Jahr.
Und dann haben wir einen Pikachu, falls man keine Auswahl treffen kann. Dann natürlich wieder diese Relevanzeinteilung, wo man dann halt entscheiden kann, wenn man mehrere Teams auswählt, für welches man am liebsten fahren würde und welche dann eher weiter in der Priorität stehen. So, und jetzt kommen wir zu dem Abschnitt, der neu ist, denn man muss hier starke und schwache Strecken auswählen, weil es ist nämlich so, wir haben 16 Strecken, dazu muss man 4 Lieblingsstrecken auswählen und 4 Strecken, die man nicht mag. Man kann es übrigens auch so machen, man kann viermal die gleiche Strecke wählen, dann ist man wieder überall neutral. Kann man machen, würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber ja, auf jeden Fall muss das dann so gemacht werden. Ich habe mich dazu entschieden, das Ganze so zu machen, weil bei 36 Fahren, wenn man da mal wirklich Pech hat, dann nimmt man, keine Ahnung, an 5 oder 6 Rennen nicht teil. Da habe ich mir gedacht, ja, ich lasse einfach 4 Lieblingsstrecken und 4 Hassstrecken hier eingeben. Und ja, dann entscheidet es sich dann von selbst, auf welchen Strecken man die Punkte holen könnte. Vor allem auch deshalb, weil technische Ausfälle in diesem Spiel nicht existieren. Gut, also. Man kann hier eben zwischen diesen 16 Strecken auswählen. Das wären der Phoenix Street Circuit in den USA, Autodromo José Carlos Pache in Brasilien. Dann hätten wir Imola. Wir hätten Monaco. Wir hätten den Circuit Gilles Villeneuve. Wir hätten Mexiko, das Autodromo Hermanos Rodriguez. Ich kann nicht reden. Dann Magny-Cours, Frankreich, Silverstone, Großbritannien. Wir haben Hockenheimring, Deutschland. Wir haben den Hungaroring, Ungarn. Wir haben Spa in Belgien. Wir haben Monza in Italien. Estoril in Portugal. Katalonien in Spanien. Suzuka in Japan. Und der Adelaide Street Circuit in Australien. Vier davon muss man mögen, vier davon muss man halt angeben, dass man dort nicht so gut ist. Bei diesen Strecken wird man dann die Qualifikation sehr wahrscheinlich schon mal nicht schaffen. So, was auch neu ist hier, man kann hier Fahrerinfos eingeben. Zum Beispiel Hobby, Alter, Wohnort, Körpergröße, Karriereverlauf. Was auch immer man da die Lust hat dazu. Dazu könnte man ein Bild von seinem Helm eingeben oder den Helm beschreiben, wie er etwa aussehen soll. Und ja, dann gibt es noch einen kurzen letzten Abschnitt, wo man die E-Mail-Adresse angeben kann. Wenn du die E-Mail-Adresse angibst, dann kann ich dich informieren, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn dein Helm fertig ist oder damit ich sagen kann, wo du schon mal eingeteilt bist. So Zeug. Man findet noch den Discord-Link, wenn man dort sich noch mit mir verbinden möchte, was auch immer. Und ja, danach ist die Umfrage zu Ende und wer dann möchte, kann sich dann noch weitere Formulare anschauen, aber alles zu seiner Zeit. Momentan haben wir jetzt einfach dieses Formular hier, das ausgefüllt werden muss. Und ja, ich wäre natürlich froh, wenn ich zumindest diese 34 Teilnehmer hinkriegen könnte. Wäre schön, wenn ihr euch da die Zeit nehmt und das Ganze mal ausfüllt. Es ist ja noch Ostermontag. Hättet also ein bisschen Zeit. Kann euch kurz mal zeigen, wie viele teilnehmen. Also eben sind 14 im Moment. Viele alte Bekannte darunter. Einige neue. Und ja, wie gesagt, ich kann sonst noch schnell die Excel-Liste aufmachen. Und ja, wir sehen hier, McLaren hat einen Sitz vergeben, Williams hat einen Sitz vergeben, Brabham hat einen Sitz vergeben, Footwork auch, Leighton House ebenso, Benetton ebenso, dann haben wir Ferrari, die sind bereits besetzt und John hat auch einen Sitz besetzt. Alle anderen sind noch frei und können belegt und können halt gewählt werden. Ja, soweit so gut. Damit möchte ich mich verabschieden.
Man sieht sich dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und ja, dieses Projekt hier wird wahrscheinlich etwa in einem halben Jahr starten. Gut, also, bis dahin viel Spaß und tschüss, ne?